Die kriegt jetzt auch noch die besseren Armschienen, also die hübscheren Armschienen, damit das alles passt. Und wir haben sowieso kein Geld mehr. Aber ich glaube, ich werde mal gleich meine. Nein, 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 nein. Sein will. Wirst du nie, gib's auf. Mein bestes Stück fertiggestellt. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt. Die besten Waffen und Rüstungen. Ich will nämlich mal eben hier meine ganzen Eisendolche, die ich jetzt habe, verkaufen. Die bringt zwar fast nichts, kriege ich 68 für, aber immerhin. Kriege ich dafür irgendwas halbwegs Geld? Nee. Dafür, aber die will ich ja behalten. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen. Ich bin so arm, ich bin so arm, ich habe so kein Geld mehr. Ich habe so kein Geld mehr. Aber ich denke mal, es hat sich gelohnt. Jetzt sind ich und Lydia totale Kampfpanzer. Hoppla. Lydia und ich meine ich natürlich. Obwohl nein, ich und Lydia, ich bin Tane, ich muss zuerst genannt werden, ich bin wichtig. So, wo haben wir das denn? Ach, wo habe ich die denn jetzt hingepackt? Da, Zwergenpanzerhandschuhe, die nehmen wir wieder mit. Was packe ich denn jetzt rein? Die Elfenstiefel packe ich da rein. Die Zwergenpanzerhandschuhe kriegt Lydia gleich. Was ist mit der Wolfrüstung? Die hat die jetzt auch noch, ne? Hallo, Lydia. Hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Warte, dann kriegt nämlich erstmal die Wolfrüstung wieder ab. So, 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 so. Und du bekommst jetzt von mir noch... Da. So. Ihr geht vor. Ich folge. Alter, wir sind voll die Kampfpanzer. Wie geil. Yeah, wir machen euch alle platt. Wir sind die... Hä, du hast immer noch die... Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Gib die wieder her. So. Jetzt sieht das besser aus. Ich folge. So, rein da. Nein, jetzt habe ich die wieder ausgerüstet. So, Moment. So. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. So, kommt noch irgendwas da rein. Ahnenschimmer, das geben wir jetzt mal sofort ab. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir eine andere Waffe für Lydia haben. Eine bessere, aber ich glaube nicht, dass wir eine bessere als das Zwergending haben. Haben wir überhaupt Waffen noch? Haben wir noch Waffen? Ein paar Bögen hätten wir noch. Zwergenkriegsaxt, aber die ist schlechter. Orkische Kriegsaxt, die ist noch schlechter. Axt von Weißlauf. Und die Stäbe. Okay, lassen wir das. Haben wir eh nicht, wie es aussieht. Lalalalalala. Jetzt sind wir zwar pleite, aber dafür super mega mächtig. Oder so ähnlich. Verdammt, wir haben kein Geld mehr, das passt mir gar nicht. Oder was sind wir voll die Kampfkanten? Du, komm, Lydia. Jetzt bringt jetzt das komische Erz zu Danika, glaube ich. Wozu die Eile? Ich muss euren Baum retten, Alter. Der merke ich mir selbst eigentlich furzegal ist, aber ich muss euren Baum retten. Ach, geh mir nicht auf die Nerven. Da bist du, da bist du, da bist du. Habt ihr das an, Schimmerharz? Ja, habe ich. Wunderbar. Damit werde ich den Baum retten. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Bitte, Geld her. Ich halte das nicht aus. Macht, dass es aufhört. Gar nichts? Ich habe gar nichts gekriegt. Ich möchte wieder Herstellungsmagier lernen. Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Das kostet wieder, wir haben kein Geld. Das kannst du leider vergessen. So klinge ich auch mal, wenn ich auf dem Klo bin.
Oh. Tja, was macht... Ups, hoppla, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. So, was machen wir eigentlich jetzt als nächstes? Habe ich noch irgendwas, was ich unbedingt erledigt haben wollte? Olaf Ferse könnten wir machen. Ja, das ist so weit weg. Können wir auch noch irgendwas machen? Das können wir noch machen. Das mit dem Leuchtturm könnten wir noch machen. Kaiserliche Armee spricht mit Dürer. Das war wegen der Wolfkönigin, ne? Das interessiert mich. Das mache ich jetzt mal. Das ist nicht in Einsamkeit, glaube ich. Oder? Ist das unter Einsamkeit oder ist das in Einsamkeit? Doch, es ist in Einsamkeit. Dann gehe ich mal zum Blauen Palast. Und lass mir mal sagen, was Dürer von mir will. Dürer! Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Bandit? Hä, was willst du denn hier? Bandit? Zack! Oh, wie geil. Ihr wisst, was ihr mit diesen Flammen da tut. Bandit? Was willst du denn als Bandit? Ich habe immer Zeit, ein paar Worte mit einem Krieger zu wechseln. Es ist so verdammt, wenn neue Leute in die Stadt... Seid ihr mein ritterlicher Held? Seid ihr gekommen, um mich in ein Leben voller Abenteuer und Romantik zu entführen? Sehe ich denn einfach nicht so aus, Baby? Wisst du, was der Bandit hier wollte? Warum war ihr ein Bandit? Ich bin doch mitten in der Stadt. Bin verwirrt. Des Nachts ist Einsamkeit unruhig und gefährlich. Okay, mal ganz kurz gucken, ob das überhaupt hier ist. Sprich mit Styrre in der Halle der Toten. Das schaffe ich. Lustig durch die Gegend watscheln. Ich finde es aber auch sehr gut, dass wir durch den einen Stein, den wir hatten, keine Effekte haben, dass wir durch die Rüstung langsamer werden oder weniger springen können. Das finde ich auch sehr gut. Also der Stein ist super praktisch, den werde ich auf jeden Fall behalten. Bis ich besseren finde und bis jetzt habe ich keinen besseren gefunden. 100 Draklas-Puss. Was kann ich für euch tun? Hallo, Styrre. Du musst die Person sein, von der Falk so viel Gutes erzählt hat. Willkommen. Liegt der Mann dahingerichtet, wurde hier vergraben? Das war jemand zuerst. Mein Rockwier. Ja. Ich habe am Hauptmann alles appelliert. Er hat gestattet, dass Rockwier ein ordentliches Nordbegräbnis erhält. So wie es in Einsamkeit Brauch ist. Immerhin etwas. Wie lange kümmert ihr euch schon um die Halle der Toten? Falk hat mich geschickt, ja. Potema, die ja! Die Königin von Einsamkeit und eine der gefährlichsten Totenbeschwörerinnen der bekannten Geschichte. Oh, sie oh. war für den beinahe Zusammenbruch des Kaiserreiches vor fast 500 Jahren verantwortlich. Ich glaube, ich habe ein Buch über sie. Spannend! Ich habe ein Buch über Erdbeeren, das gebe ich dir auch nicht. Und jetzt, da Potema zurückgekehrt ist? In Geistform beschworen zu werden, bedeutet nicht, von den Toten aufzuerstehen. Sie wird Hilfe brauchen, um zu den Lebenden zurückzukehren. Und ich soll ihr helfen, oder was? Momentan hat sich die Wolfskönigin an einen Ort voll mit Toten zurückgezogen, die begierig darauf warten, ihr zu dienen. Sie ist in ihre alten Katakomben gegangen. Hier unten, oder was? In einigen Tagen hat einer ihrer Diener eine Wand zum Tempel der Göttlichen durchbrochen. Ihr müsst in die Katakomben selbst gehen. Moment, ich soll es allein erledigen? Ja, ich ließ euch von Falk zurückrufen, weil ihr bei der Beschwörung anwesend wart und jetzt eine Verbindung zu Potema habt. Ihr müsst euch um sie kümmern. Ich kann euch aber mit ihren Schergen helfen. So könnt ihr euch um die Katakomben selbst kümmern. Was Potema selbst betrifft, so sucht das, was von ihrem Körper noch übrig ist. Es ist vermutlich nicht mehr als ein Skelett. Holt es aus den Katakomben und bringt es zurück, damit es von Arkay gereinigt wird. Ich soll also jetzt in irgendwelche Scheißkatakomben klettern, da ein 500 Jahre altes Skelett holen, was schon irgendwie widersprüchlich ist. Und das wollt ihr dann irgendwie segnen, oder wie? Ihr seid krank. Was muss ich über Potema wissen? Eine seltsame Gestalt. Unbeugsam böse und gemein. Natürlich. Aber dabei verblüffend brillant und offenbar gegen Ende eine sehr gute Totenbeschwörerin. Es hat nicht viel gefehlt. Und sie wäre Kaiserin geworden. Doch trotz ihrer Intrigen hat sie es nie ganz geschafft.
Würde sie heute noch leben, wäre sie die einzige noch lebende direkte Nachfahrin von Septim. Ironischerweise wäre sie dann die rechtmäßige Kaiserin. Ist ja lol. Oh, ist mir egal. Möge Arkay euch mit einem langen Leben segnen. So, und wir gucken uns jetzt mal hübsch Lydias zwergengepanzertes Gesäß an und machen damit eine Aufnahmepause. Ich spiele inzwischen seit, glaube ich, fast 2 Stunden wieder und das reicht doch erstmal. Ich werde mich jetzt ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen was anderes machen, vielleicht was essen, was trinken, keine Ahnung, mal sehen. Und wir sehen uns dann bald wieder. Ich bin entweder heute oder morgen noch ein bisschen. Wir werden gucken. Macht euch einen Ekelunterschied, ich werde die Parts so oder so nicht anders voneinander hochladen. Ja, Lydia, beweg dich ruhig nochmal. Gibt ein viel schöneres Bild. Okay, dann noch ganz kurz speichern. Wie immer, so gespeichert. Alles wunderbar. Und damit sage ich dann erstmal bis dann und ciao.